Was geht ab, Leute? Ich bin mal wieder mit einem weiteren Video hier für euch am Start und in diesem Video habe ich mal wieder einen brandneuen Moneyjob für euch am Start, mit dem ihr richtig schnell viel Geld in GTA 5 Online machen könnt und das Ganze diesmal ohne der Basis, ohne dem Avenger, ohne Bunker, ohne was weiß ich, Leute, ihr braucht wirklich gar nichts für diesen Glitch, deswegen bleibt auf jeden Fall mal dran und viel Spaß mit diesem Video. Aber jetzt komme ich auf jeden Fall mal zum letzten Kommentar vom letzten Video. Hier schreibt nämlich der MuscleBroken54 wieder ein richtig cooles, lehrreiches Video. Mach bitte weiter so. Hashtag Glocke aktiv. Und ich bedanke mich auf jeden Fall an dich, MuscleBroken54, für deinen Kommentar. Freut mich immer wieder, so etwas zu lesen. Und deswegen gehen auf jeden Fall fette Props an dich raus. Bleib auf jeden Fall auch so, wie du bist. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal direkt zum eigentlichen Video. Und hier bleibt mir auf jeden Fall zu sagen, falls ihr günstige Spiele kaufen möchtet, dann schaut unbedingt in der Videobeschreibung vorbei, denn dort findest du einen Link zu MMOGA und dort gibt es auf jeden Fall ziemlich günstige Spiele für PC und PlayStation 4, also gönnt euch auf jeden Fall, aber jetzt würde ich mal sagen, starten wir mal direkt mit dem eigentlichen Video, also let's go! Nachdem ich vor einigen Videos eine Umfrage gestartet habe, ob ihr selber einen Bunker habt bzw. eine Basis habt, habe ich festgestellt, dass wirklich die Hälfte von euch wirklich keine Basis haben und deswegen habe ich mir wirklich mal gedacht, dass ich in dieser Woche ein paar Videos bringe, wie ihr auf jeden Fall ziemlich gut Geld machen könnt und das auf jeden Fall in diesem Video mit einem Moneyjob. Außerdem werde ich euch in diesem Video noch eine andere Geldmethode zeigen, mit der ihr auf jeden Fall auch als Anfänger Geld machen könnt und dann kommt es auf jeden Fall noch in dieser Woche zu Money Glitches, die ihr auf jeden Fall auch machen könnt und dafür braucht ihr vielleicht 100 bis 200.000 GTA-Dollar und dann könnt ihr wirklich so ein Money-Glitch machen und wirklich richtig viel Geld in GTA 5 Online verdienen. Deswegen abonniert auf jeden Fall jetzt schon meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und keine Sorge, Freunde, sobald es wieder Glitches gibt mit der Basis oder mit dem Bunker, wird es auf jeden Fall dazu auch ein Video kommen. Das wird natürlich nicht vernachlässigt. Die alten Glitches, also die zwei Glitches, die ich gestern und vorgestern hochgeladen habe, die müssen auf jeden Fall noch beide funktionieren. Aber somit würde ich eigentlich nur sagen, starten wir mal direkt mit dem heutigen Video. Also let's go und fangen wir mal direkt an. Um mit dem heutigen Unlimited Money Job zu starten, müsst ihr zuerst in die Videobeschreibung gehen, denn dort findet ihr auf jeden Fall Links zu diesem Money Job. Zum einen findet ihr dort einen Link für die PlayStation 4, für die Xbox One und natürlich auch für den PC. Vor einigen Wochen habe ich natürlich auch so ein Video gemacht, allerdings wurden diese Jobs wahrscheinlich schon gepatcht und deswegen habe ich in dieser Woche komplett neue Jobs, die auf jeden Fall noch alle einwandfrei funktionieren und deswegen solltet ihr das Ganze unbedingt machen, solange es halt noch ohne Probleme halt funktioniert. Sobald ihr aber diese Jobs zum Spiel hinzugefügt habt, müsst ihr einfach mal GTA 5 neu starten oder einfach mal in den Singleplayer gehen und danach wieder in den Online-Modus. Und dann habt ihr auf jeden Fall diese Jobs schon im Spiel und in dem Fall müsst ihr die Starttaste drücken, geht einfach mal auf Spielelisten und dann einfach mal auf markierte Spielelisten. Sobald ihr dann hier seid, müsst ihr einfach mal diesen Job auswählen bzw. die Spieleliste auswählen, die ihr von der Beschreibung zum Spiel hinzugefügt habt. In meinem Fall heißt das Ganze hier auf der PlayStation 4 AFK 14 Hour Play. Und das Ganze müsst ihr einfach mal starten. Auf den anderen Konsolen heißt das Ganze, glaube ich, ein bisschen anders, aber ist trotzdem kein Problem, ist auf jeden Fall komplett immer bei jeder Konsole das gleiche Prinzip. Sobald ihr das Ganze aber jetzt gestartet habt und in diesem Jobmenü seid, müsst ihr das Ganze einfach mal komplett so lassen, wie es hier eingestellt ist. Und zwar hier auf 4 Runden. Und ja, Freunde, jetzt geht ihr hier auf Weiter und ladet hier einfach mal einen Spieler ein, der das Ganze mit euch machen möchte. Falls ihr gerade keinen Freund habt oder keinen Kollegen habt, der das Ganze mit euch machen möchte, dann könnt ihr wirklich euren Gamertag in die Kommentare schreiben und euch einfach mal in den Kommentaren gegenseitig helfen. Oder ihr joint einfach mal auf der PlayStation 4 meiner PS4 Community. Und zwar heißt dieser einfach mal Marco-GTA 5 Online. Also ganz easy, Freunde, sobald ihr aber jetzt einen Freund habt oder einen Kollegen, der euch dabei helfen möchte und dieser nun in der Lobby ist, könnt ihr das Ganze jetzt einfach mal starten und diese Sachen hier einfach mal bestätigen. Okay, sobald ihr das gemacht habt, seid ihr auf jeden Fall jetzt nun in diesem Job drinne und hier seht ihr direkt, dass ihr eine Minigun in der Hand habt und jetzt müsst ihr einfach mal Folgendes tun und zwar ist das Ganze ab hier wirklich ziemlich einfach. Und zwar müsst ihr jetzt einfach mal beide euren linken Stick so befestigen, dass ihr die ganze Zeit geradeaus rennt und zwar genauso wie hier im Video.
Und so habe ich meinen Stick so präpariert, dass er nach oben links zeigt, also die ganze Zeit ungefähr so oben links so hinläuft gegen diesem Geländer hier. Und somit läuft er hier in einem Kreis und wird dann die ganze Zeit so ein Päckchen einsammeln und zur Base bringen. Und das Ganze wird halt ungefähr 10 Minuten dauern. Und nach diesen 10 Minuten macht ihr ca. 10.000 GTA-Dollar und das ist wirklich ziemlich viel Geld. Dann rechnet euch das Ganze einfach mal aus, wenn ihr das Ganze für eine Stunde machen würdet, dann würdet ihr hier 60.000 GTA-Dollar bekommen und das AFK ohne irgendetwas dafür zu tun, aber das war's noch nicht. Denn wenn ihr diese Playlist komplett durchlaufen lässt, dann bekommt ihr, was weiß ich, sagen wir mal, ihr bekommt 500.000 GTA-Dollar, weiß ich jetzt nicht genau, habe ich nicht nachgeschaut, auf jeden Fall sagen wir 500.000 GTA-Dollar, dann bekommt ihr zum Schluss noch einen richtig fetten Bonus von auch circa dieser Summe und zwar nochmal 500.000 GTA-Dollar. Ihr kennt es sicherlich selber, wenn ihr selber so eine Spielliste spielt, dann bekommt man halt zum Schluss noch richtig viel Geld und zwar zum Schluss dann sagen wir mal 1 Million GTA-Dollar. Und das ist auf jeden Fall ziemlich viel Geld, würde ich auf jeden Fall direkt mal machen, falls ich keine Basis habe. Und Freunde, ohne Scheiß, falls ihr gerade keine Basis habt, dann macht das Ganze jetzt wirklich, denn dann könnt ihr euch auf jeden Fall nach einer Zeit eine Basis kaufen und diese kostet nicht mal so teuer. Ich glaube, ihr könnt eine billige Basis schon kaufen für 1,5 Millionen GTA-Dollar und dann könnt ihr wirklich die besten Money-Glitches machen, die es so auf dem Markt gibt in GTA 5 Online. Also es lohnt sich wirklich, macht das Ganze hier auf jeden Fall. Die Links sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Aber jetzt würde ich nur noch sagen, kommen wir mal direkt zur nächsten Methode. Aber zuvor seht ihr auf jeden Fall jetzt noch im Gameplay, wie viel Geld ich dann nach einer Runde wirklich bekommen habe. So Freunde, aber ich würde mal sagen, kommen wir mal direkt zur zweiten Methode, wie ihr am besten legal viel Geld machen könnt in GTA 5 Online. Und falls ihr an dieser Stelle mehr von solchen Videos sehen möchtet, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren und gebt mir auf jeden Fall ein Like auf dieses Video, denn dann weiß ich Bescheid, um mehr von solchen Videos zu bringen. Aber wir starten hier, auf jeden Fall müsst ihr die Starttaste drücken, geht dann einfach mal auf Spielelisten und dann geht ihr hier auf Erstellen. Und als nächstes müsst ihr hier auf jeden Fall zu den Missionen gehen und bestimmte Missionen hinzufügen, die momentan doppeltes Geld und doppelte HP haben. Dort haben wir nämlich momentan verschiedene Gegnermodi, wie zum Beispiel Stockpile. Dort haben wir, glaube ich, auf 7 verschiedene Stockpile-Modi doppeltes Geld und doppelte HP. Des Weiteren sehe ich aber gerade, dass wir noch auf einem anderen Gegnermodus doppeltes Geld und doppelte HP haben und so auf der Ves Bucci Job 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt eins von diesen Jobs aussuchen. Ich habe das Ganze auf jeden Fall mit Stockpile gemacht. Und dort habe ich auf jeden Fall jetzt zuallererst Stockpile 1 ausgewählt. Und sobald ich das gemacht habe, musste ich hier wieder Stockpile suchen. Stockpile 2 auswählen, danach Stockpile 3 auswählen. Stockpile 4 und so weiter, bis ich auf jeden Fall alle Gegnermodi von Stockpile in meiner Liste hatte. So, und sobald ich jetzt hier alles voll hatte, konnte ich hier einfach mal die Kreistaste drücken, um hier rauszugehen aus diesem Menü. Und dann musste ich hier einfach mal ganz runtergehen auf Spieleliste speichern. Nachdem ich das Ganze ausgewählt hatte, musste ich hier einen Namen geben. Das Ganze habe ich hier einfach mal Geld machen genannt, komplett egal, was für einen Namen ihr hier habt. Aber sobald ihr das Ganze jetzt gespeichert habt, dann könnt ihr einfach mal auf Spielelisten gehen. Und dann geht ihr hier auf meine Spielelisten und wählt einfach mal hier die Spieleliste von euch aus, die ihr gerade eben erstellt habt. In meinem Fall hier, wie gesagt, Geld machen. So, und nachdem ihr das Ganze gestartet habt und jetzt im Jobmenü hier drinne seid, müsst ihr einfach mal das Ganze so einstellen, wie ihr wollt. In meinem Fall habe ich das Ganze auf jeden Fall auf 15 Minuten gestellt und auf 4 Runden, also die maximale Anzahl an Runden, die ich auf jeden Fall auswählen konnte. Und ja, Freunde, jetzt muss ich auf jeden Fall noch jemanden einladen, damit ich das Ganze auf jeden Fall starten kann. Und dann sehen wir uns gleich auf jeden Fall mal wieder. Okay Freunde, ich bin hier schon in der Runde angekommen mit dem anderen Kollegen hier und was ihr jetzt tun müsst, ist einfach mal ganz einfach.
Zum einen könnt ihr das Ganze normal spielen, die Punkte zu eurer Basis zurückbringen und das Ganze einfach mal ganz easy gewinnen. Aber zum anderen könnt ihr hier auf dieser Map auf jeden Fall auch AFK gehen und das Ganze einfach mal laufen lassen. Und das Ganze macht ihr hier am besten auf dieser Autobahn. Und zwar fahrt ihr hier einfach mal zu, beziehungsweise landet hier einfach mal auf der Autobahn. Und am besten, falls ihr das Ganze mit einem Freund macht, dann macht ihr das Ganze beide. Aber falls ihr das mit einem Random macht, dann könnt ihr euch hier einfach mal verstecken unter so einer, sage ich mal, Brücke, damit ihr einfach mal sicher seid, dass er euch auf jeden Fall nicht abknallen kann. Okay, Freunde, und sobald ihr dann hier drunter seid, müsst ihr jetzt euren rechten Stick, also für die Kamera, so fixieren, dass ihr nicht von dem Spiel gekickt werdet, so wie vorhin, also so ähnlich, nur dass ihr halt jetzt die Kamera fixieren müsst. Und dann müsste das Ganze ungefähr so wie hier im Video aussehen. Und jetzt wartet ihr einfach mal die Minuten ab, bis diese Runde zu Ende ist, und dann sehen wir gleich, wie viel Geld wir hier bei diesem Spielmodus bekommen. So, Freunde, ich bin hier am Ende der Runde angekommen und jetzt seht ihr, wie viel hier man als Gewinner bekommt. Und zwar bekommt der Gewinner hier nach 15 Minuten $26.670 und das wären einfach mal nach 4 Malen ungefähr 106.000 GTA-Dollar, also auf jeden Fall richtig heftig. Und das war's noch nicht, denn ihr bekommt, wenn ihr diese Spielliste komplett durchspielt, einen extra Bonus ganz zum Schluss, wo ihr auf jeden Fall das Doppelte bekommt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel das Ganze jetzt 8-mal machen würdet, dann würdet ihr ungefähr 200.000 GTA-Dollar bekommen. Und dann würdet ihr zum Schluss noch einen Bonus kriegen von ungefähr 200.000 bis 300.000 GTA-Dollar. Und dann habt ihr auf jeden Fall richtig viel Geld. In 1 bis 2 Stunden könnt ihr da wirklich eine 500.000 GTA-Dollar machen. Also macht das Ganze wirklich, um euch eine Basis zu kaufen. Aber somit bleibt mir nur zu sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Aber jetzt würde ich nur noch sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.